Was der Humanismus aber völlig aus dem Blick verliert: Wir wurden von Gott erschaffen. Und zwar, um im vollsten Glanz dann zu strahlen, wenn wir ihn kennen und lieben lernen. Wenn wir ihn bewundern und ihm gehorchen. Wir wurden für Gott geschaffen. Wir werden niemals völlig Mensch sein können, wenn wir uns selbst für wichtiger halten als Gott. Man kann doch das gesamte Elend der Welt, das gesamte Elend der Gesellschaft beobachten, wo wir den Menschen an die Stelle Gottes gestellt haben. Und ich meine der wahre biblische Gott. Ich würde also sagen, der Humanismus kostet uns etwas. Und zwar eine richtige Sichtweise auf Gott, eine richtige Sichtweise über den Menschen, eine richtige Sichtweise auf die Erlösung, eine richtige Sichtweise darüber, wie eine Gesellschaft aussehen soll. Es funktioniert nicht. Es hat noch niemals funktioniert, Gott um des Menschen willen durch den Menschen zu ersetzen. Es geht nach hinten los. Nun ja, Vorsehung ist... Ich fange bei dieser Frage immer mit der Gotteserkenntnis an. Ich denke an Jesaja 46, Vers 9. Dort heißt es: Ich bin Gott. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Warum ist dieser Vers so wichtig? Er beginnt mit: Ich bin Gott. Und ich glaube, das bedeutet Folgendes. Wenn du mich kennen willst, dann musst du erstens verstehen, dass ich die Zukunft kenne. Und zweitens herrsche ich über die Zukunft, weil ich die Zukunft plane. Lass mich dir aber einmal die andere Seite erklären. Wenn du die Vorsehung Gottes über Bord wirfst, dann hast du ein paar Optionen. Zum Beispiel, Satan hat alles unter Kontrolle. Oder das Schicksal hat alles unter Kontrolle. Oder eben, nichts und niemand hat irgendetwas unter Kontrolle. Und das gesamte Universum ist einfach nur völlig absurd und absolut bedeutungslos. Ist das wirklich eine bessere Hoffnung für dich und dein behindertes Kind als ein weiser, guter und souveräner Gott, der in allem einen Plan verfolgt, der zu deinem Besten dient? Rettet Gott? Öffnet Gott die Augen des Herzens, sodass Menschen glauben können? Oder öffnen Menschen ihre eigenen Augen? Oder öffnen Prediger ihnen die Augen? Die Bibel stellt beides nebeneinander. Die Vorsehung Gottes ist also ein sehr persönliches und wertvolles Geschenk für mich, weil ich eines glauben kann. Sie ist meine einzige Hoffnung, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug gläubig bleibe. Ich denke, er wird mich schützen, weil er ein Gott der barmherzigen Vorsehung ist.